Moin und willkommen zum Video-Review des neuen Elephone P1000S. Das P1000S habe ich netterweise vom Gearbest Online Shop gestellt bekommen und den Produktlink dazu finde wie immer in der Videobeschreibung. So, was zeichnet das neue Elephone P1000S eigentlich aus? Es zeichnet dadurch aus, dass es nun 3 GB RAM hat und den neuen MediaTek SoC, sprich den MT6752 drin hat. Und insgesamt bietet es also wirklich Voraussetzungen für ein wirklich, wirklich schnelles Phone. So, wie sieht das Elephone P1000S aus? Es sieht genauso aus wie das alte P1000S. Habe ich allerdings noch nicht selber in der Hand gehalten, die vorherigen Versionen, kann deshalb wirklich keine direkten Vergleiche ziehen. Ich kann nur grob ein bisschen zu dem Design sagen. Das Design selber gefällt mir. Ist zwar alles aus Plastik hier an den Seiten und so weiter, aber die Haptik ist eigentlich ganz gut, meiner Meinung nach. Auch hier hinten, dass hier ein mattartiger Plastik verwendet wurde, so ein bisschen samtartig, wenn man hier auch sieht, die Fingerabdrücke bleiben kurz drauf, aber insgesamt bleiben keine bestehen. Gefällt mir persönlich gut. Mir persönlich gefällt auch hier dieses Zusammenspiel aus schwarzen metallhaltigen Elementen plus mit diesen dunkelroten Farben. Was mir allerdings nicht gefällt, ist, dass die Rückseite hier vom Handy etwas Spielraum hat. Sprich, der Verschluss etwas anders, als man es von anderen Phones kennt. Da die ganze Platte hinten einfach drauf gedrückt wird. Was aber zur Folge hat, dass hier hinten etwas Spielraum ist und man hört ein leichtes Klacken, ein Knarzen meinte ich, wenn man wirklich auch im komplett geschlossenen Zustand, man sieht es hier, es sind keine Öffnungen, hier sind noch welche, aber die schließe ich jetzt auch, es sind keine Öffnungen mehr zu sehen, aber trotzdem, wenn man hinhört, knarzt es doch ziemlich sehr, besonders wenn man an eine Stelle hier unter der Kamera drückt. Hier ist auch ein kleiner Pin, der das Ganze auch ein bisschen weiter runter drückt, aber es schließt nicht wirklich hundertprozentig gut. Das ist echt ein bisschen nervig. Aber insgesamt eigentlich gefällt mir es trotzdem ganz gut vom Design her. So, kommen wir nun jetzt erstmal zum User Interface des neuen Elephone P1000S. Das P1000S kommt mit einem Android KitKat 4.4.4 ausgeliefert und besitzt auch ein Full HD Display, das hatte ich noch gerade eben vergessen zu erwähnen. Und hier können wir erstmal durch den Standard Launcher durchsnappen und ihr seht auch schon, dass das Ganze fast Android Stock ist. Lediglich hier die kleinen Icons wurden noch ein bisschen geändert, man hat so farbliche Hintergründe-Icons. Ist aber relativ sehr nah am Android Stock Launcher dran und lässt sich deshalb bestimmt auch relativ einfach ersetzen durch einen alternativen Launcher. Der ganze Launcher läuft wie zu erwarten sehr flüssig, keinerlei Hänger oder sowas, ist natürlich auch nicht anders zu erwarten, oder zumindest müsste es schon so groß was schief gelaufen sein mit dem MT6752 plus 3 GHz, wenn der schon ein Launcher stocken sollte. Aber wie gesagt, es läuft alles sehr flüssig, sehr nah am Stock Launcher dran und sieht auch wirklich sehr schön aus mit dem Full HD Display. In meinen Augen nicht ein sehr großer Unterschied zu einem 5 Zoll bei HD oder Full HD. Man merkt es, wenn man wirklich es gut betrachtet im Vergleich zu einem 5 Zoll HD Display, aber jetzt nicht riesengroß der Unterschied. Aber sieht natürlich insgesamt trotzdem schön aus. So, dann schauen wir uns nächstes Mal die Einstellungen des P1000S an, um kurz mal zu zeigen, dass das Ganze auch auf Android 4.4.4 KitKat läuft oder zumindest laufen soll. Man sieht hier, das KitKat-Logo zeigt sich an. Was ein bisschen schade ist, dass das KitKat-Spiel, sozusagen in Anführungszeichen Spiel, nicht implementiert ist. Ich kann ihn hier draufhalten, wie ich möchte. Dieses Kachelspiel wird nicht geladen. Daher müssen wir uns jetzt gerade erstmal darauf verlassen, dass Elephone hier die Wahrheit sagt, aber das sollte schon sein, da es aus der vorherigen P1000S-Version wirklich mit KitKat ausgeliefert worden. Ein wirklich guter Punkt ist, dass das Ganze auch Wireless Update unterstützt, sprich wir können das Ganze einfach ohne Flash-Software und ähnliches updaten. Ich habe gerade, glaube ich, die aktuelle Version drauf, habe bisher noch kein Wireless Update herunterladen können leider. Das ist noch die Originalversion, mit der es ausgeliefert wurde, aber relativ neue Firma noch vom 3. April. Aber hoffentlich kommen dann noch neue Updates dazu. So. Was auf jeden Fall ein guter Punkt ist, ist die Speicheraufteilung des Elephone P1000S, denn im Gegensatz zu vielen anderen Phones heutzutage ist der komplette interne Speicher eine einzige Partition, sprich wir haben knapp 12,5 GB, noch ein bisschen mehr auf einer einzigen Partition, sprich wir haben wirklich 12,5 GB oder
Okay, natürlich ein bisschen weniger durch den ganzen Systems und sowas, aber sagen wir mal grob 12 GB komplett für Apps etc. zur Verfügung. Hiervon wirklich ein Daumen plus, das ist gut gelöst. Wo wir schon mal in den Einstellungen sind, können wir auch gleich mal in die Sprachen reinschauen und gucken, was für Sprachen unterstützt sind. Dazu werde ich wie immer einmal durch die Sprachen durchscrollen und ihr könnt einfach mal auf Pause drücken und gucken, ob die gewünschte Sprache von euch unterstützt ist oder nicht. So, das waren die Sprachen. So, des Weiteren unterstützt das Elephone P1000S auch Screen Gestures, das heißt sowas eben wie Smart Wake Up, sprich Double Tap to Wake Up, Swipe Up, Launch Camera und so weiter. Das ist nur eine kleine Auswahl, das Ganze unterstützt auch noch mehr Gesten, die wir unter More Gestures hier sehen. Also wir können dazu frei eine App verbinden, was mit E geöffnet werden soll, was mit M und so weiter. Das ist auch sehr gut gelöst meiner Meinung nach. Das Ganze kann ich euch jetzt mal zeigen. Ich mache den Lockscreen an und mache ein Double Tap und er wird aufgeweckt. Hierbei sei noch dazu nebenbei noch angemerkt, dass mir öfter jetzt auch gefallen ist, wenn sich das Handy im längeren Sleep-Modus verwendet, sprich es wahrscheinlich im Hintergrund in den Deep-Sleep-Modus gewechselt ist, dann lässt es sich meistens nicht über ein einfaches Double Tap to Wake Up aufwachen, sondern man muss ein Vierfach-Tap-to-Wake-Up, würde ich jetzt gerade mal behaupten, sagen. Weil ich habe öfter das Gefühl, dass es dann durch das erste Double-Tap das System intern aufgeweckt wird und dann nochmal ein weiteres Double-Tap benötigt ist, um wirklich in diesen Lockscreen zu gelangen. Möglicherweise wird das auch nochmal durch ein nächstes Firmware-Update behoben, hoffen wir es zumindest, aber ist jetzt auch nicht ein so großer Nachteil. Das Elephone P1000S besitzt auch einen Fingerprint-Scanner. Der war auch schon bei den früheren Versionen verfügbar, den seht ihr hier. Und der kann zum Unlocken des Homescreens verwendet werden. Das Ganze möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe meinen Fingerprint schon eingelernt. Man sieht jetzt, wenn ich hier auf den Lockscreen gehe, muss ich meinen Fingerprint eingeben. Dafür fahre ich so über das ganze Ding rüber. Und er sagt, fail to recognize fingerprint, try again. Das ist mir sehr, sehr oft passiert, ehrlich gesagt. Besonders muss ich sagen, es braucht ein bisschen besonders Übung, den Fingerprint-Sensor zu bedienen, meiner Meinung nach. Weil es wirklich, man muss den Fingerprint in einer sehr bestimmten Art und Weise darüber fahren, damit es auch wirklich, zumindest öfters, die Chance ist, das Ganze zu erfassen sauber. Ich werde es nochmal ausprobieren, mal gucken, wie viele Versuche ich brauche. Okay, jetzt ist es beim zweiten Versuch gerade aufgegangen. Oftmals ist es erst beim fünften oder sechsten Versuch der Fall gewesen. Aber wie gesagt, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, kann man in der Regel zwischen 2 und 3 Versuchen, meiner Erfahrung nach, den Lockscreen mit dem Fingerprint selber anlocken. Um die Performance des neuen Elephone P1000S etwas näher einschätzen zu können, habe ich wie immer einige Benchmarks laufen lassen, wie zum Beispiel den Antutu Benchmark oder den 3DMIC Benchmark und noch einen weiteren. Die ganz genauen Ergebnisse könnt ihr in meiner textbasierten Review nachlesen. Ich will jetzt nur kurz einmal zur groben Einschätzung den Antutu Version 5.6 Benchmark, 5.7 ist es schon, zeigen und er liefert einen Wert von knapp 41.000 Punkten zurück. Und das ist wirklich ein potentes Ergebnis, möchte ich jetzt gerade mal sagen. Also damit ist man wirklich gewappnet für die nächsten Jahre oder zumindest für das nächste Jahr und kann wirklich die neuesten 3D-Spiele und alles daraus spielen. Ein wirklich sehr schönes Ergebnis und ist halt wirklich aus dem Zusammenspiel zwischen den 3 GB RAM plus den neuen 6752er SoC daraus zustande gekommen. Das neue Elephone P1000S unterstützt natürlich auch diverse Sensoren. Welche das genau sind, kann ich euch hier mal zeigen über diese kleine App Sensor Toolbox wie immer für Android. Und es werden unterstützt Beschleunigungssensor, Lichtsensor, Orientation Sensor, Nähigkeitssensor und Magnetsensor. Die werden auch alle wirklich unterstützt. Können wir einmal hier kurz testen mit dem Beschleunigungssensor. Der läuft wie erwartet. Der Lichtsensor hingegen läuft auch allerdings wirklich sehr beschränkt. Er hat irgendwie hier nur 2 Werte von dunkel und hell, die auch beide relativ seltsam verteilt sind. Aber zumindest funktioniert er. Er funktioniert nicht gut. Vielleicht habe ich auch gerade hier ein Gerät erwischt mit etwas, sagen wir mal, beschädigten Lichtsensor. Aber wird sich noch herausstellen, ob das wirklich ein Produktfehler ist in der ganzen Serie oder nur ein einzelnes Produkt hier gerade betreffend.
Der Orientation-Sensor funktioniert hingegen wie gewünscht. Alle drei Achsen werden richtig erkannt. Der Proximity-Sensor ist ähnlich wie der Helligkeitssensor auch genau auf zwei Stufen ausgelegt, bedeckt und nicht bedeckt. Wie immer sei gesagt, das reicht natürlich total aus fürs normale Telefonieren. Der Magnetsensor, und jetzt sehen wir das Ganze mal noch ein bisschen, funktioniert ohne Probleme. Man sieht jetzt auch, wenn ich das Ganze mal invertiere, dass sich auch die eine Koordinate mit invertiert. Um das Ganze mal kurz ein bisschen besser darzustellen, starte ich einmal kurz die Kompass-App. Okay. Und wir sehen das Ganze, wenn wir das Handy einmal rumdrehen. Der Magnetsensor ist nicht der schnellste, aber man sieht eindeutig, dass einer verbaut wurde. Es funktioniert. Das Elephant Pedros NS hat auch eine Notification ID. Diese sitzt hier oben rechts. Die will ich jetzt auch noch kurz zeigen. Dafür starten wir dieses kleine Testprogramm. Und es ist eine Multicolor LED, was wirklich gut ist. Das gehen wir jetzt mal in den sogenannten Disco Mode, in dem man einfach abwechselnd verschiedene Farben ausprobiert. Und wir sehen hier Rot, Grün, Rot, Türkis, also auch Multicolor-mäßige. Allerdings hat es eigentlich nur, ich denke mal, RGB-LED, die dann unterschiedlich angesteuert wird in verschiedenen Mischfarben. Da man zum Beispiel die weiße Farbe, wenn man genau von oben drauf guckt, sieht man alle drei RGB-Farben. Wenn man von der Seite guckt, sieht man, dass da ein kleiner Diffusor eingebaut ist wahrscheinlich. Dadurch ist es dann von der Seite wirklich schön weiß. Von direkt oben nicht so ganz, aber das sind halt wirklich sehr kleine Mankos. Und wir sehen hier mal wieder der Fingerprint-Sensor. Ist jetzt beim zweiten Mal geglückt, oftmals halt mehr, aber den Übungen macht der Meister hier meiner Meinung nach wirklich nach. Das neue Elephant Pedros NS kommt vorgerootet zu euch nach Hause, sprich ihr habt direkt out of the box Root-Zugriff, denn die SuperSU-App ist bereits vorinstalliert. Und sehen euch, ich habe ja auch bereits Adaway installiert, kein Problem, ein Pro auf jeden Fall aus meiner Sichtweise. Kommen wir nun bereits zu einem kleinen Fazit des neuen Elephant Pedros NS. Das neue Elephant Pedros NS ist ein wirklich schnelles Gerät für einen vergleichsweise angemessenen Preis in meinen Augen. Knapp und ein bisschen weiter unter 200 Dollar ist die Marke dafür, dass man ein 5 Zoll Gerät mit Full HD Display, Fingerprint-Sensor, 3 GB RAM und den neuen 64-Bit MT6752er mit drin hat. Unterstützt 4G auf allen europäischen relevanten Frequenzen, ist damit wirklich für die nächsten Jahre auf jeden Fall gewappnet in meinen Augen. Und deshalb gefällt mir das Elephant Pedros NS, die neue Version, insgesamt wirklich gut. Ich hoffe noch, da kommt in den nächsten Wochen oder nächsten Monat noch einiges an ROM-Unterstützung raus. Das Elephant Pedros NS ist relativ noch neu auf dem Markt. Ich meine jetzt die neue Version gerade. Und das wäre wirklich schön, wenn da auch ein gewisser ROM-Support drauf ist. Wenn das noch dazu kommt, dann würde ich dieses Gerät wirklich, wirklich empfehlen. Denn es bietet ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis in meinen Augen nach. Es ist wirklich schnell. Es ist besonders für Leute, die nicht gerne 5,5 Zoll Geräte tragen, weil das ist zum Beispiel des neuen Ecu. Die E04 Plus Variante hat fast die gleichen Specs, ist aber auf 5,5 Zoll, was mir persönlich zu groß ist. Ich habe lieber handliche Geräte, in Anführungszeichen heutzutage handliche Geräte bis 5 Zoll, was das ist. Es ist zwar schon etwas dicker hier an den Seiten, es hat auch nicht die kleinsten Ränder. Aber ist insgesamt meiner Meinung nach relativ gut verarbeitet. Hat natürlich das kleine Manko hier, dass die Rückseite hier ein bisschen knarzt. Wer damit leben kann, wer vielleicht auch mit einem Fingerprint-Sensor leben kann, der nicht die beste Qualität hat, dem kann ich das Elephant Pedros NS, die neue Version, wirklich empfehlen. Denn eine Sache, die daran wirklich Spaß macht, ist, dass das Gerät unglaublich schnell ist. Es hakt eigentlich niemals bei App-Wechseln. Dadurch merkt man wirklich diese 3 GB RAM sehr gut an im System. Und es ist wirklich schnell. Deshalb von mir aus hier wirklich ein Daumen. Wer ein Gerät für 170 Dollar ungefähr haben will, mit wirklich guter Performance, dafür ist das Elephant Pedros NS, die neue Version, wirklich gut geeignet. So, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr gerne noch auf den neuesten Stand seid, beziehungsweise ihr noch weitere Informationen haben wollt zu diesem Gerät, wie zum Beispiel, wie ist das GPS von dem Gerät, was für eine Batterie wirklich hier verbaut, was steht drauf, was ist wirklich drin, sowie auch, wie sieht die Kamerabilder aus, wie sehen die Videos davon aus und noch viele weitere Informationen, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, guckt euch mein textbasierte Review an, den Link dazu gebe ich euch auch wie immer in der Videobeschreibung
Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann könnt ihr mir einen kleinen Gefallen tun und auf den Subscribe-Button klicken. Und wie immer wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis dann.